Willkommen zurück, Spencer. Solana, du hübsches Ding. Oh, hallo. Du bist also der Ranger mit dem großen Potenzial? Hast du also schon von mir gehört? Ich bin Solana. Freut mich, dich kennenzulernen. Wie heißt du denn? Ich bin Gecko. Ganz genau. Wir haben heute Zuwachs bekommen. Dies ist Gecko. Gecko. Okay, Name gespeichert. Willkommen bei den Rangern. Wir werden von nun an zusammenarbeiten. Lass uns unser Bestes geben. Oh, und das hier ist mein Partner-Pokémon, Blusel. Komm, sag Hallo zu Gecko. Partner-Pokémon? Hä? Spencer hat mir doch gerade eben verklickert, dass man keine Partner-Pokémon bei sich haben darf. Nee, was? Okay, nachdem ihr euch nun einander vorgestellt habt, können wir ja endlich reingehen, ne? Alles klar. Dieses Gebäude ist die Ranger-Basis von Ringstadt. Komm, lass uns hineingehen. Aber hallo. Und da hat noch jemand einen Partner-Pokémon. Spencer? Oh ja. Ich habe schon gehört, dass du kommen würdest. Du bist der Briefschreiber, richtig? Ja, ich durfte sie auch lesen. Ich muss schon sagen, du weißt, wie man sich ausdrückt. Oh ja. Mein Name ist Moritz. Aber du kannst mich auch Moritz nennen, okay? Das ist ja ein richtiger Spaßvogel. Was ist denn da los? Ich bin jetzt seit 3 Jahren ein Ranger. Mein Ranger-Rang hat sich allerdings seit damals nicht wirklich verbessert. Dieser Ranger-Rang ist ganz schön hart. Diese Ranger-Rang-Sache, ne? Oh ja. Dies ist mein Partner-Pokémon, Phlegmon. Es ist schneller als ich. Das ist traurig. Ach, der doofe Moritz. Schön, dich kennenzulernen. Okay, können wir uns bitte alle hier für ein paar Minuten versammeln? Nein. Dies ist die Basis der Ringstadt-Ranger. Gecko, du bist mit dem heutigen Tag ein Ranger dieser Basis. Um ein voll anerkanntes Mitglied zu werden, bedarf es allerdings noch einiger Zeit. Es gibt noch so viel, dass du lernen musst. Bist du dir sicher, dass du bereit bist? Natürlich. Hallo, ich hab doch schon das Zertifikat unterschrieben, du. Boah, gleich 3 Mitglieder. Ja, der Wahnsinn, ne? Okay, der Glanz in deinen Augen ist Antwort genug. Ach so, meine Augen, die glänzen? Die glänzen nicht, die sind tot, ey. Schaut euch doch meine Augen an. Wo glänzen die denn? Die sind tot, Leute. Okay, von deinem Rang mal abgesehen, scheinst du im Geiste bereits ein richtiger Ranger zu sein. Richtig. Da weiß jemand Bescheid. Ich sag's dir. Jetzt kommt Moritz, das ist so cool. Blub. Oh nein. Ach, der Moritz. So sweet. Hilfe, es gibt Ärger, eine Krise. Hilfe. Meine Güte, was ist denn da los? Spencer, hör mir bitte zu. Mein heißgeliebtes Pokémon ist in den Fliederwald entlaufen. Schnell, fangt es bitte wieder ein. Oh, dies hört sich nach einer maßgeschneiderten Mission für Gecko an. Begib dich in den Fliederwald und rette Bernhards heißgeliebtes Pokémon. Das ist deine erste Mission. Keine Angst vor Fehlern. Gib einfach dein Bestes. Gecko hat eine Mission erhalten. Ja. Geil, was ist da los? Immer hübsch langsam mit den jungen Pferden. Keine Angst vor Fehlern, Spencer. Machst du wohl Witze und so? Fehler sind nicht gut. Man sollte sich vor dem Versagen fürchten. Bist du dir sicher, dass es eine gute Idee ist, diesem Jungspund die Verantwortung für diese Mission zu übertragen? Mach dir nicht so viele Sorgen. Der Fliederwald beginnt direkt hinter Ringstadt. Ich gehe schon mal vor und wir treffen uns dann dort. Mensch, was ist denn mit dem Kerl? Oh, da brat mir doch einer den Storch. Ich hatte gehofft, dass sich Spencer selbst darum kümmern würde. Schau sich nur einer diesen Ranger-Anfänger an. So ein unvertrauenswürdiges Gesicht. Alter, komm mal runter hier. Ich zeig dir gleich ein Gesicht. Was ist denn da los? Gecko, nimm es ihm nicht übel. Bernhard sagt manchmal hässliche Dinge, aber er meint es nicht so. Das ist jetzt auch gar nicht wichtig. Ach, so hässlich ist sein Gesicht? Ich verstehe schon. Ja, gut, dann ist... Ich gebe dir ein paar grundsätzliche Tipps zum Umgang mit deinem Fangkomm. Dein Fangkomm kann nämlich noch mehr als Pokémon zu fangen und zu beruhigen. Gecko, dein Fangkomm... er ist nicht eingeschaltet. Oh, toll. Schau mal, du nimmst dieses Teil so... Was? Solana, bitte... Oh, okay. Also Solana. Ha, doch nicht Frau Moritz. So öffnest du das Menü. Berühre einfach die Zahl da oben und dann bist du im Menü.
Genau, versuch es einfach mal, genau. Zack, das ist das lustige Menü. Da haben wir oben die, also beziehungsweise unten, ihr seht es da rechts, die Ranger-ID, mein Namen, Status, mein Ranger-Rang. Wir haben Ranger-Rang 1 tatsächlich trotzdem auch schon und so. Die Fanglinienlänge und so weiter, Fang-Com-Level haben wir da auch noch, wunderbar. Dann haben wir hier natürlich eine hübsche Karte von Fjord. Ne? Da, ja, zwei Städte kennen wir schon, ganz tolle Axt. Ist das gewollt, dass das Game so zweideutig ist? Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht mache ich es einfach auch nur zweideutig. Genau, die Optionen haben wir hier natürlich noch. Da haben wir natürlich noch... Oh, guck mal hier. Können wir ein paar schöne, hübsche Rahmen einstellen. Guck mal. Ich nehme Typ 5. Das ist okay. Und das Verzeichnis, das ist sozusagen der Pokédex. Da ist natürlich jetzt noch nichts drin. Ne? Leider. Obwohl, Minun müsste ja eigentlich drin sein, ne? Und das Glossar, naja gut, das ist halt so ein Handbuch von Ranger-Sachen. Da können wir auch mal reingucken in die ersten drei, würde ich mal sagen. Pokémon Ranger. Pokémon Ranger arbeiten Tag und Nacht, um Menschen, Pokémon sowie fragile natürliche Lebensräume zu schützen. Okay. Ja, richtig, Demon. Genau deswegen gefällt mir das Game doch so. So, du bist ein Girl. Richtig, richtig. So, ich habe ja vorgelesen. Sie überwinden Herausforderungen mit Hilfe der Pokémon und ihrer Fangkampffähigkeiten. Ne? Das sind die Pokémon Ranger. Hier sehen wir alle aus Ringstadt tatsächlich, alle Mitglieder. Voll toll. Warum bin ich da schon auf dem Foto? Wann wurde dieses Foto gemacht? Das nächste, das ist die Fior-Region. Die Bewohner dieser Region sind sich ihrer Verantwortung für die Umwelt und Pokémon bewusst. Es gibt vier Städte in dieser Region. Ringstadt liegt inmitten eines Waldes. Sommerlingen befindet sich auf einer Vulkaninsel. Frostberg liegt am Fuß einer Bergkette. Fuß. Und Herbstenau befindet sich im Osten der Region, ne? Dann gibt es noch die Ranger-Vereinigung. Eine Vereinigung für Pokémon Ranger, die von Professor Hastings und drei seiner Kollegen gegründet wurde, um alle Aspekte der Ranger-Tätigkeit zu unterstützen und zu überprüfen. Sie ist zudem für die Verwaltung und Instandhaltung der Fangcoms verantwortlich, damit ihr auch noch schon mal Bescheid wisst. Ja, und das ist die Ranger-Basis, Ausgangspunkt der Ranger-Aktivitäten mit Ranger-Missionen. Es gibt in jeder Stadt eine. Und dann halt der Ranger-Rang. Umso höher... Umso mehr Freunde können wir haben. Yay. Und so sieht übrigens der Funcom aus. Ja, hier. Das sieht ganz witzig aus. Der Funcom wurde von Professor Hastings erfunden. Er ist eine Kommunikationseinheit, die Rangern dabei hilft, sich mit wilden Pokémon anzufreunden, sie zu beruhigen und ihre Hilfe zu erhalten. Der Funcom, der zudem weitere Funktionen hat, kann nur von Rangern verwendet werden. Genau. Mehr brauchen wir auch gar nicht wissen. Genau, das war so das Grundwissen. Hier haben wir halt noch die Missionen, so was da gerade am Start ist. Oh, guck mal hier. Ne? Keine Angst vor Fehlern ist unsere erste Mission. Bernhards Pokémon ist in den Fliederwald geflohen. Fange es wieder ein. Es handelt sich hierbei vielleicht um eine Anfängermission, aber es ist dennoch dein erster Auftrag. Keine Angst, leg einfach los. Und das machen wir jetzt auch. Oh, Solana! Okay, gut. Dein Fangkomm ist ein sehr nützliches Werkzeug. Es kann dir deine derzeitige Position anzeigen und gibt dir Informationen über Pokémon. Siehst du? Diese Informationen erscheinen auf dem Topscreen, ne, wirklich. Du kannst von hier aus auch deinen Spielstand schnell speichern, falls du mal eine kleine Pause brauchst. Und da ist noch die Technikerin. Hallo, Gecko! Na, sehr erfreut, dich kennenzulernen. Ja, ja, meine Aufgabe besteht unter anderem darin, deinen Fangkomm aufzuladen, sobald er Energie benötigt. Übrigens, wenn du deine Ranger-Aktivitäten speichern möchtest, dann kannst du das hier tun, an einer Speichereinheit. Yay. Yeah. Was zur Hölle? Nochmal ein anonymer Sub. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Jonas, willkommen im Gecko-Rudel. Im offiziellen Gecko-Rudel. Was ist denn da los? Hat sich eben weiterentwickelt? 3 Monate? Du bist jetzt 3 Monate dabei, ne? Herzlich willkommen zurück oder so. Ich bin ein bisschen verwirrt. Du hast dich weiterentwickelt? Jonas, guck mal, du hast einen Reptane. Wie geil. Cool. Stimmt. Ja, willkommen zurück. Genau, willkommen zurück im Gecko-Rudel. Sehr schön. Bitte einmal
die Gecko-Emotes rausballern. Für Jonas. Und vielen lieben Dank an den Sub. Ja. Schön. Achso, boah, die haben ja endlich aufgehört zu reden, Leute. Oh, geil. Wann ist das denn passiert? Boah, krass, ey. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Oh, scheiße. Jetzt sehe ich das nicht mehr. Ich lasse das trotzdem mal so offen. Entweder war das jetzt Demon oder Klingenherz. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nur Vermutungen, aber... Das ist doch jetzt nicht wahr. Wer subbt denn da? Wer ist denn da so geil? Demon, mein Schnuffelkeks, willkommen zurück, glaube ich auch, oder? Du bist jetzt aber leider wieder im ersten Monat, sehe ich. Aber du warst doch schon mal hier. Auf jeden Fall willkommen. Yay. Im Gecko-Rudel. Bitte einfach wirklich ganz viel Gecko-Liebe, ganz viel Liebe, ganz viel Emotes bitte raushauen. Bitte an diese anonymen Subs. Ja? Und willkommen im Gecko-Rudel. Willkommen zurück, sag ich mal. Und Jennifer. Jennifer. Hallöchen. Willkommen. Herzlich willkommen, Jennifer. Jetzt habe ich noch mehr Vermutungen. Was ist denn mit Streamlabs? Jetzt wird nur Demon angezeigt als Sub. Es kam noch mehr rein. Hä, Streamlabs zeigt, glaube ich, nicht mehr alles an. Die Alerts kamen aber, oder? Naja, wie auch immer. Willkommen. Mensch, das ist so schön. Ja, Jennifer, ne? Willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir spielen heute zum ersten Mal ein Nintendo DS-Spiel, Pokémon Ranger. Ne, das du mir ja ermöglicht hast. Vielen lieben Dank nochmal, ganz viel Liebe an Jennifer. Ne? Hier ist der Capture 3DS. Mit dem spielen wir hier jetzt gerade Pokémon Ranger. Sehr schön. Jetzt können wir endlich rausgehen. Ne? Auf Wiedersehen. Meine Herren. Endlich ist das viele Gequassel vorbei. Jetzt muss ich aber echt was trinken, ne? Und oben stehen die Informationen, beziehungsweise ihr seht das ja rechts, Ringstadt. In dieser unaufgeregten Stadt herrscht ein zumeist gemäßigtes Klima. Das kommt mir bekannt vor. Hör, Fussel! Ich hab mit dem Mund fusselig geredet, ey, was ist denn da los? So. So. Ja, jemand verschenkt Subs. Ich weiß auch nicht. Kann irgendwie trotzdem kein Gecko-Love machen. Ja, das geht halt leider erst ab Tier Sub 2, ne? Sollte ich die Emotes? Nein. Macht einfach den Gecko-Emote. Das reicht einfach auch. Einfach die Geckos raushauen. Was ihr halt könnt, ne? Einfach Gecko oder den Gecko-Love. Ganz egal. Einfach allen willkommen heißen und so. An anonymes Gifter, bitte outen Sie sich. Nein, wenn diejenige, diejenige Person, wollte ich sagen, anonym bleiben möchte, dann ist das halt so, nicht? Aber trotzdem, tausend lieben Dank. An wer auch immer, es ist sehr, sehr, sehr lieb von dir. Ne, vielen Dank. Jetzt geht's aber weiter hier. Ringstadt. Besteht aus 4 Häusern. Das war's auch schon. Das ist doch jetzt nicht wahr. Was ist denn hier los? Nochmal. Ja, Noritius. Willkommen im Gecko-Rudel. Hä? Ja, moin. Willkommen. Bitte. Jetzt will ich aber wirklich ganz viele Gecko-Emotes sehen. Bitte. Ganz viele jetzt hier. An alle, an die ganzen Gift-Subs. An wer auch immer das war. Aber haut mal raus jetzt hier. Vielen, vielen lieben Dank. No. So süß.
Die Alerts werden angezeigt, oder? Ich hoffe doch. Ich sehe die nicht. Ist ganz komisch. Ich hoffe, die werden angezeigt. Ja, könnt ihr mir ja Feedback geben, ob die angezeigt werden? Ja, Mann, so möchte ich das sehen. Sehr schön. Ganz viel Gecko, Emotes, ganz viel Love. Ja. Sehr schön. Jetzt aber hier. Dies ist Ringstadt, aber die ganze Region mit den Städten, Bergen, dem Meer und was sonst noch so dazu gehört, nennt man Fjord. Wusstest du das? Ja, natürlich. Echt, du weißt das? Boah, in der Fjord-Region leben auch ganz viele verschiedene Pokémon. Das wusstest du wirklich alles? Ja, okay, ich sehe schon, die Alerts werden angezeigt. Dankeschön für 8 Bits. Jennifer, Dankeschön. Na. No. Mensch, jetzt geht's ja wieder, los hier heute. Was ist denn da los, bitte? Ich weiß auch nicht. Jetzt fängt das wieder an, ja. Ich komme doch so nicht zum Spielen. Wir sind doch erst noch in Ringstadt. Ich spiele jetzt einfach ein bisschen weiter, nicht? Pokémon reagieren unterschiedlich, wenn sie 16 Bits. Danke, Jennifer. Reagieren unterschiedlich, wenn sie auf Menschen treffen. Manche reagieren eingeschüchtert und rennen davon. Andere werden aggressiv und greifen an. Du solltest dich genau damit befassen, wie verschiedene Pokémon reagieren. Richtig. Hier gibt es wissenschaftliche Bücher. Die sind wissenschaftlich und wissenschaftliche Comics. Hm? Und da kommen 32 Bits. Oh, das wieder. Das finde ich immer so amüsant. 8, 16, 32, sehr schön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja. Oh, guck mal. Ringstadt liegt inmitten der Natur. Aus diesem Grund hat es sehr viel zu bieten. Naja. Ach, ich liebe diese Stadt, in der Menschen und Pokémon in Harmonie zusammenleben. Ja, so ist das, nicht wahr? 64 Bits. Ja, danke schön. Jetzt reicht es aber auch. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ach, das liebe ich. 8, 16, 32, 64. Das ist so cool. Dankeschön. No, so lieb von dir. Okay. Jo, bin da. Hallo, wer noch? Und so, schöne Einrichtung übrigens. Guck mal, das sieht echt irgendwie schöner aus als in den Haupteditionen. Ich weiß auch nicht. Mama, sag mal, was macht denn ein Pokémon-Trainer? Was ein Pokémon-Ranger macht, weiß ich ja schon. Pokémon-Trainer? Trainer nennt man die Menschen, die Pokémon mit Hilfe von diesen Bällen fangen. Genau wie die Ranger, so sind auch die Trainer sehr auf den Schutz der Pokémon bedacht. Leider gibt es in der Fjord-Region keine Trainer. Es gibt dagegen eine ganze Menge Trainer in Gegenden wie Kanto und Hoenn. Ich wollte vor langer Zeit selber einmal eine Trainerin werden, daher kenne ich mich so gut aus. Oh, wie cool, so eine Anspielung auf die Hauptedition, das ist cool, das ist schön. Wer jetzt einen Sub geschenkt bekommen hat, ja, genau, Noritius, Jonas, Demon, ja, ne, die drei, glaube ich. Hier werden komischerweise nicht alle aufgelistet, ich kann es jetzt nicht direkt nachschlagen. Voll komisch, Streamlabs, voll dumm. So, hier ist eine Speichereinheit, das speichere ich auch gleich. Waren wir hier schon? Ich werde mich natürlich in der ganzen Region nochmal umschauen, ich werde jeden Scheiß anklicken, so kennt man mich. Deswegen wird das Projekt auch wieder 1000 Jahre gehen. Super schneller neuer Computer! Obwohl auch die neueste Software installiert ist! Man weiß es nicht. Bernhards Tochter. Wo ist mein Vater denn dieses Mal hingegangen? Kein Tag vergeht, an dem er nicht eine große Sache daraus macht, dass eines seiner Pokémon verschwunden ist. Sein Mittagessen ist übrigens fertig. Ach ja, der Typ halt, ne? Was ist denn Pokémon Ranger? Na, dieses Spiel. Das wirst du noch kennenlernen. Wir haben erst angefangen. Pokémon Ranger sind halt anders als Pokémon Trainer. Ne? Sie stehen für die Natur ein, schützen die Pokémon und die Natur und leben mit denen im Prinzip im Einklang so. Die sind ein bisschen anders als Trainer. Pokémon Ranger werden auch fangen auch die Pokémon ganz anders und dürfen sie auch nicht behalten. Genau, sondern nur zum Wohle der Pokémon und der Natur einsetzen. Und dann wieder freilassen. Der Grund, dass ich schon so lange lebe, ist mein täglicher Spaziergang mit meinem Pokémon. Manchmal glaube ich, dass durch das Leben mit ihm ein bisschen seiner Vitalität auf mich abfährt. Ja, bestimmt. Ach, guck mal, da macht das Zickzacks fleißig Liegestütze. Geil. So, nach rechts können wir noch nicht. Da ist nämlich
eine Graslandprüfung, der momentane Highscore liegt bei 5000 Punkten. Dazu kommen wir aber dann noch irgendwann.